Hallo, immer noch Tag 1 auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Ja, wir zeigen Wohnmobile, Reisemobile, die die Option haben, das E-Bike gut mitzunehmen. Und was haben wir hier? Wir haben einen VW-Bus. Ein VW-Bus ist jetzt nichts Neues. Wie transportiert man normalerweise Fahrräder beim Multivan oder beim VW-Bus? Ganz klar, hinten auf dem Heckträger. Nicht so beim Campmobil. Campmobil aus Schwerin hat hier einen Umbau auf T5, T6 Basis, der so genial ist, dass ich sage, den muss ich zeigen. Schaut mal hinein. Der Innenraum sieht erstmal komplett anders aus, als das man so vom Multivan oder eben auch vom California kennt, denn wir haben eine Heckküche. Hier im vorderen Bereich habe ich eine Halbdinette mit zwei Sitzplätzen hier auf der Sitzbank, eigens entwickelt, auch mit Gurtpunkten, fest und solide in der Karosserie verschraubt. Hier, das ist ein Kundenfahrzeug, müssen wir aufpassen, mit edlem Leder bezogen, sodass ich hier vier Sitzplätze habe. In Fahrer- und Beifahrersitz in entgegen der Fahrtrichtung gedreht, wenn man dann angekommen ist am Urlaubsort, dienen auch gleichzeitig dann als Bettverlängerung. Wie man das Bett aufbaut, zeigt uns gleich der Andreas. Der baut die Fahrzeuge. Aber worum es mir hier geht, ist, dass die Heckküche so viel Stauraum bietet und gleichzeitig auch, schau mal hinein, praktisch als Fahrradgarage dienen kann. Ja, und dann kann das E-Bike ordentlich verräumt im Innenraum stehen. Und ich fahre damit in Urlaub. Wir stehen hier in einem Fahrzeug, das ist ein T6, langer Radstand mit Aufklappdach von SCA. Hier mit der Option des Lattenrostbettes. Das kann man herunterklappen, kann man oben schlafen. Eigentlich schläft man in diesem Fahrzeug hier unten. Und wenn ich einzeln unterwegs bin, dann kann ich das Fahrrad hier hinten verstauen und kann hier auch nur das schmale Bett aufbauen. Schauen wir uns das Fahrzeug mal an. Genauer gesagt die Küche. Dazu brauche ich aber den Andreas. Hallo, grüß dich. Hallo. Der Corona-Gruß, das ist ein Kundenfahrzeug, da dürfen keine Kratzer dran kommen, hast du schon gesagt. Holen wir doch mal das Radl daraus und dann zeigst du uns mal, wie schnell man das Bett aufbaut. Genau. Das super Sache. Ja. Wenn das Fahrrad so drin steht, dann greift man das einfach. Wir ziehen das so ein bisschen vorsichtig nach vorne durch. Mhm, ja. Ne? Bei dem Rad ist sehr gut, dass man die Pedalen anklappen kann. Ne? Und dann ist es so, mit einer kleinen Sportlichkeit kriegt man das Fahrrad auch als E-Bike rausgehoben und hat es dann halt schon draußen stehen. Tolle Lösung. Ne? Ohne, dass man jetzt viel Aufwand treiben muss. Und von diesem Rad hast du gesagt, da würde kriegst man du auch zwei Stück zwei in die Küche rein. Ne? Weil die Pedalen sind so schön flach angeklappt und den Lenker kann man längs stellen und damit würde man zwei nebeneinander reinbekommen. Tolle Sache. Zeig uns doch mal, du hast das Fahrzeug entwickelt. Ja, ich nicht, sondern wir in der Firma. Wir, genau. Campmobil hat das Fahrzeug richtig, entwickelt. Richtig, genau. Ne? So. Und ja, du kennst dich ein bisschen besser aus. Zeig uns doch mal, was sich da hinten in der Heckküche am Fahrzeug alles versteckt. So, als erstes sind unsere Autos natürlich, zeichnen sie sich durch sehr viel Platz innen drin aus. Ne? Also es ist einfach ein sehr gutes Raumgefühl, wenn man sich hier reinbegibt, auf den Beifahrersitz sitzt und einmal durchs Auto guckt, ein riesengroßes Fahrzeug. Noch nie war ein VW-Bus größer. Wir werben auch damit innen größer als außen. Ja, sehr gut. Wir müssen dazu aber sagen, das ist jetzt ein VW-Bus mit langer Radstand. Der ist natürlich besonders groß. Ne? Ja. Das Gleiche gibt es aber auch auf den kurzen Radstand. So, dann die zweite Sache ist, dass wir eben ein begehbares Auto haben. Das heißt, wir haben vorne immer die Sitzgruppe und hinten als zweiten Bewegungsraum die Heckküche. Dadurch kann man ihn auch bei Schlechtwetter wunderbar drin wirtschaften im Fahrzeug. Ne? Also man muss nicht nach außen, um irgendwelche Sachen rauszuholen, sondern man erreicht eigentlich alles von innen, weil wir von innen sehr viele gut zugängliche Stauräume haben. Das gefällt mir schon mal sehr. Wir haben hier das Fahrzeug mit dem Hubdach. Das Fahrzeug hast du mir eben schon in einer anderen Variante gezeigt. Also hier steht es sich natürlich super bequem. Das Fahrzeug gibt es auch mit dem Polyrufdach, mit dem Festen Hochdach. Mit dem festen Hochdach, ganz genau. Mit dem windschnittigen festen Hochdach von Polyruf. Genau. Ne? Was versteckt sich hier jetzt alles in der Küche? Ich sehe einen Kühlschrank, ich sehe einen Kleiderschrank. Gut, also erstmal haben wir eine ziemlich komplette Technikausstattung, wie man das auch von größeren Reise- und Wohnmobilen kennt. Das beginnt mit einem Kühlschrank. Wir bauen immer Kompressorkühlschränke ein, weil die einfach unter allen Bedingungen sehr gut kühlen, also auch wenn es draußen warm ist. Der hat oben noch so ein kleines Tiefkühlfach, was man auch bei Bedarf rausnehmen kann. Dann haben wir selbstverständlich eine vernünftige Wasseranlage auf der Seite. Wenn man mal, ne, das ist so, dass man dann eben hier eine Spüle hat mit Ausziehschlauch, die man auch als Dusche nach draußen nutzen kann.
bei dem Fahrzeug mit Warmwasserversorgung. Ne? Also man könnte auch außerhalb des Fahrzeugs mit Warmwasser duschen, wenn man das möchte. Dann haben wir selbstverständlich eine kleine Gasanlage und zwei Flammenkocher, ne, den man dann eben vernünftig im Auto auch benutzen kann. Und ganz wichtig, Abstellflächen. Das heißt, wenn man wirtschaftet, kann man auch mal ein bisschen was mal zur Seite stellen und muss nicht irgendwie die Sitzbank mühen oder sonstiges. Ne? Du musst hier in diesem Fahrzeug relativ wenig umbauen. Das gefällt mir. Und du bekommst wirklich alles von innen hin. Also du musst nicht raus und in der Heckküche wirtschaften oder sonst irgendwas. Das ist eine Lösung. Ich glaube, das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die erste Heckküche in einem VW-Bus, die mir so richtig gut gefällt. Das Besondere an dieser Küche ist ja auch noch, du kannst sie mit rausnehmen. Ja. Wenn du draußen kochen möchtest, wenn das Wetter schön ist, das Thema Camping oder Vanlife gelebt, Küche mit zwei Schrauben sind befestigt und dann nimmst du die nach hinten zum Heck raus und stellst sie dir in die Natur hinein. Genau so ist es. Ne? Es gibt da auch zwei Möglichkeiten. Die Standardlösung, die immer sehr in Erstellung ist, ist das Schränkchen komplett mit Kocher rausnehmen. Und dann gibt es noch eine Option, die wir anbieten, da nimmt man nur den Kocher raus. Ne? Das ist dann noch ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher und den kann man dann noch draußen hinstellen, wo man möchte. Und der wird dann über einen langen Gasschlauch wieder mit der originalen Gasanlage des Fahrzeuges verbunden. Ne? Das ist bei dem Auto jetzt nicht drin, das kann man aber bestellen. Die Möglichkeit besteht. Dann lass uns doch mal die Technik von der Rückseite kurz anschauen. Ja, können wir gerne machen. Aber ich würde noch was eingrätschen und zwar wegen des Themas Fahrradmitnahme. Ne? Also es gibt ja auch sehr kompakte Fahrräder, zum Beispiel das Prompton. Und das gibt es ja auch jetzt mit dem Radnabenmotor, wenn ich richtig informiert bin, als E-Bike. Und da würde man zum Beispiel bei uns in unseren riesengroßen extrativen Stauschrank hier unten, wenn der Boden rausgenommen wird, ein Prompton reinbekommen. Und das zweite Prompton würde hinten rechts reinpassen, sodass man zwei Fahrräder kompakt im Camp Uwe dabei hat. Ihr habt den, ums Prompton herum konstruiert. Wir haben ihn ums Prompton herum optimiert. Den gab es schon immer, aber wir haben ihn noch etwas länger gemacht, damit auch das Prompton reinpasst, ne? Und stressfrei reinpasst. An alle Prompton-Fahrer, das ist euer Reisemobil. Dann immer gerne. Zeigt mir mal, wo das zweite Prompton steht. Ja. Okay, das ist eine Aufnahme. Da habt ihr das Prompton gefaltet, das habt ihr jetzt nicht da. Man sieht es schwarz-weiß. Normale Standardprompton. Ihr könnt es erkennen. Ne? Aber da steht dann hier rechts im Heckschrank. Das passt da wunderbar rein. Man kommt immer sehr gut ran. Und entweder die normale konventionelle Ausführung oder auch die mit E-Motor ist kein Problem. Ne? Hat man schön drin, kommt, wie gesagt, das Auto wird nach außen nicht größer. Und man ist einfach sehr angenehm und unauffällig unterwegs. Weil er nach außen eben keine Anhänger hat, das Fahrzeug. Ne? Das gefällt mir tatsächlich sehr. Auch wenn das E-Bike versichert ist, es ist ja so, niemand will, dass ihm das E-Bike im Urlaub geklaut wird, kaputt gemacht wird, wenn es auf dem Träger ist oder sonst irgendwas. Ich meine, auch wenn es versichert ist, der Urlaub ist erstmal kaputt und macht keinen Spaß mehr. Also, so ist es. Also hier ist das Rad sicher im Innenraum verstaut. Ich kann währenddessen auch schlafen. Ich sehe hier aber noch was, das möchte ich zuerst zeigen. Ich sehe hier noch einen richtig tiefen Kleiderschrank. Moment, ich habe doch mein Maßband dabei. Auch hier kommt es wieder zum Einsatz. Der Andreas hat gesagt, man kann von innen alles erreichen. Ja, das sind 65 cm in der Tiefe. Na, ist gelogen, sind 62 cm in der Tiefe. Ich kann es von hinten erreichen. Ich kann meine Kleidung aufhängen, gerade wenn ich vielleicht mit dem Mountainbike unterwegs bin. Nass wie ein Fuchs bin, dreckig wie ein Hase. Hänge ich die Sachen, schüttel mich hier ab, hänge die da hinten rein, mach von hier zu und kann dann einigermaßen sauber wieder ins Fahrzeug hinein. Auch, man sieht, die kleine Tür neben der Küche, die recht schmale, auch darüber habe ich dann Zugriff auf diesen Heckschrank. Und wenn ich dann nass und dreckig vom Mountainbiken bin, dann sagt der Andreas, er bekommt in die Küche auch, in den Boden, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Duschtasse hinein und eine Duschwand, ein Duschvorhang wird aufgeklappt. Und im aufgeklappten Hochdach oben seitlich in den Aluminiumschienen befestigt. Die sind ausreichend stabil, das Dach verkraftet das. Und dann habe ich da eine variable Dusche. Innendusche, ne? Nach außen geht das natürlich auch, aber das ist dann eine Innendusche, wenn man einfach sagt, ich möchte nicht nach draußen in Erscheinung treten, sondern ich möchte im Auto duschen. Also mit der Dusche hier draußen und so weiter, mit dem Vorhang, das kennt man ja, aber dass da drinnen in der Heckküche noch eine variable Dusche ist, ist eine tolle Lösung. Und weißt du was? Und wenn ich dann Rad gefahren bin und wenn ich gegessen habe in der Küche, dann bin ich müde, dann will ich schlafen. Was mache ich dann? Das Bett bauen. Das Bett bauen. Dann gehen wir mal rum.
So, wir stehen hier natürlich in einem T6 mit Hubdach. Logisch, ich kann das Dach aufklappen. Ich habe die Heckküche, in der ich mich bewegen kann. Und dann klappe ich natürlich eine Schlafgelegenheit hier ab. Ich ziehe das Porta-Potti so ein paar Zentimeter raus. Das ist ein Kundenfahrzeug. Ich ziehe die Schuhe aus, natürlich. Und dann turne ich mal ganz flink hier rauf und liege hier oben. Aber es gibt noch eine weitere Schlafmöglichkeit. Ich habe nicht nur vier Sitzplätze, ich habe auch vier echte Schlafplätze hier im Fahrzeug. Und das Bett unten, das baut uns der Andreas jetzt mal auf. So entwickelt, dass es wirklich sehr einfach und bequem aufzubauen geht. So. So, das ist jetzt erstmal das schmale Bett für eine Person. Wenn man sich zum Beispiel aufteilen möchte, einer schläft unten, einer oben, hat man noch die volle Bewegungsfreiheit im Fahrzeug. Und das Ganze können wir verbreitern auf eine Bettbreite, also das ist jetzt einen knappen Meter, auf eine Bettbreite von 1,40 Meter. Ne, das geschieht dann so, dass der Bügel hier gesteckt wird. So. Und dann der seitliche Auszug rausgezogen wird, Bettverbreitung eingelegt und dann ist es so, dass man eben von der Sache her die volle Bettbreite zur Verfügung hat. Ne? Und man kann hinten sich immer noch bewegen, kann auch auf die Toilette und kann dann auch ins Bett krabbeln und eben nächtigen. Ne? Gefällt mir. Ist eine einfache Lösung, ist eine effektive Lösung. Hat sich jemand echt Gedanken gemacht. Maßband habe ich natürlich nicht umsonst dabei. Messen wir mal aus. Was bleibt uns denn dann? An Liegefläche habe ich hier 1,95 Meter Länge. Stattlich. Und in der Breite, ich will hier nichts verkratzen, habe ich, komm her, schau es dir an, 1,30 Meter glatt. Du hast hier wirklich eine angenehme Höhe in der Heckküche. Der Andreas hat mir verraten, die Tiefe des Heckschrankes hier, das ist noch variabel, also das ist die tiefe Variante, wenn man als Brompton-Fahrer sein Faltrad verstauen möchte. Es gibt auch die Möglichkeit, dass in einer Linie, das heißt ein bisschen schmaler, das heißt so circa 13 cm schmaler. Und dann ist das hier ganz angenehm. Diese Trittstufe nach unten hat aber nicht nur die Funktion, dass ich bequem in der Küche stehe, sondern da und versteckt sich auch noch ja, was. Ja, also wichtig ist ja beim VW-Bus immer Stauraum, 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 dass man all seine Sachen vernünftig unterbringen kann. Und wir nutzen diesen Platz hier der Erhöhung für diese wunderschöne Schublade, wo man zum Beispiel die Schuhe sehr gut unterbringen kann. Ne? Das sind viele Schuhe. Ja, viele Schuhe. Das ist aus einem hochwertigen Aluminium gefertigt und ist auch wasserfest. Das heißt, man kann auch mal ein bisschen dreckige Sachen reinpacken, kann das ausspülen und ja, hat sich eigentlich sehr bewährt und freut man sich immer, wenn man unterwegs ist, dass man sie hat. Sehr schön, die Schublade. Den Tisch, wo hast du den versteckt? Der Tisch ist hier unten drunter. Ne? Ne, das ist ja so, dass man sich in dem Auto aufhält und dann einfach auch eine bequeme Sitzgruppe hergestellt werden soll. Man kann den Tisch auch vergrößern, ne, dass man auch mal zu viert schön dran sitzen kann. Und wie gesagt, das ist mein eben Lieblingsplatz im VW-Bus. Ja. Ist ja hier auf dem Beifahrersitz. Genau. Das ist ganz ehrlich, wenn ich hier so durchs Fahrzeug schaue, ich habe ein richtig großes Raumgefühl, dadurch, dass ich nicht wie bei klassischen Kästenwägen hier jetzt eine Abtrennung habe mit der Duschwand, mit dem Kühlschrank, sondern hier kann der Blick durchs Fahrzeug, oben durch das aufgeklappte Hubdach mit den Fenstern, das Heck, die geöffnete Hecktür etc., kann der Blick hier ja, fast loftartig. Nee, es ist so, also das Raumgefühl ist schon wichtig. Wenn man da sitzt, hat man einfach ein wirklich angenehmes Raumgefühl mit einer schönen Blickachse. Und das weiß man vor allem auch, wenn man an schönen Stellen steht, zu schätzen. Oder wenn das Wetter auch schlecht ist, man einfach sagt, es soll alles nicht so eng sein. Ne? Ja, das stimmt. Also auch bei schlechtem Wetter muss man ja dann notgezwungen im Fahrzeug sein. Aber es gibt genügend Möglichkeiten, hier nach draußen zu gucken. Also hier fühlt man sich lange nicht so beengt wie in manch anderem Wohnmobil, Reisemobil oder Ähnlichem. Ja. Ja? Schöne Lösung. Hat mir tatsächlich sehr gefallen. Campmobil aus Schwerin.
Preise, natürlich müssen wir auch drüber sprechen. Preise starten bei 750.000 für den kurzen Radstand mit dem Hubdach, beziehungsweise 61.000 langer Radstand mit Hubdach. Und dann gibt es natürlich noch die Option mit dem festen Hochdach. Ja, und wer die Preisliste bei VW kennt, der weiß, naja, nach oben gibt es fast keine Limitierung. Weiter geht's zum nächsten Fahrzeug.